Ja, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich an die Kirche denke in Deutschland, tröstet mich das Wort von Hölderlin: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es ist hier bei Hölderlin durchaus christlich und christologisch gemeint. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges hatte Romano Guardini den kühnen Satz gewagt: Wir kennen ihn alle, ein religiöser Vorgang von unübersehbarer Tragweite hat eingesetzt. Die Kirche erwacht in den Seelen. Ein Jahrhundert später erschüttert uns aber der Blick auf die Kirche in Deutschland durch die Erfahrung des Gegenteils. Es scheint sich die Unheilsprophetie zu bestätigen, die Friedrich Nietzsche seinen tollen Menschen auf dem Marktplatz öffentlich ausrufen lässt: Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Und in einer Kirche, die neben dem einzigen und wahren Gott andere Götter, Götzen als Quellen ihres Glaubens und der ethischen Orientierung anerkennt, kann der tolle, nicht toll, sondern verrückt gewordene Mensch nur noch das Requiem Aeternam Deo anstimmen. Den Insolvenzverwaltern des gescheiterten Unternehmens fällt keine Antwort ein auf die Frage: Was sind diese Kirchen noch, wenn sie nicht Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Unsanft herausgerissen aus den Träumen von einem neuen Frühling, einer weltoffenen Kirche und der Anerkennung ihrer Systemrelevanz seitens atheistischer Ideologien, werden gläubige Katholiken täglich konfrontiert mit der rauen Wirklichkeit einer Kirche, die in den Seelen ihrer Glieder gestorben ist oder die von Hirten im Schafspelz getötet wurde. Denn für das trans- und posthumanistische Konzept der Welt, des Menschen ohne Gott, ist die Kirche als Lumen Gentium ein Sakrament, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die ganze Menschheit völlig bedeutungslos. Sie löst allenfalls noch Gefühle der Verachtung oder noch mehr des Hasses aus. In den letzten 15 Jahren, statistisch bestätigt, haben sich in Deutschland ca. 3 Millionen Katholiken freiwillig von der katholischen Kirche losgesagt. Allein 1 Million seit der Wahl Bischof Betzings zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Die sonntägliche Lumen Gentium, Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, ist nach dem konzeptlosen Umgang mit der Corona-Krise auf jetzt 5% der Katholiken zurückgegangen. Die Priesterseminare sind fast leer. Viele Gemeinden ohne eigenen Seelsorger. Der Seelsorger ist der Vater vor Ort, ein Kloster nach dem anderen schließt. Kirchliche Krankenhäuser, Schulen, Behinderten, Bildungseinrichtungen gehen in andere Trägerschaften über oder trennen sich von ihrem religiösen Ursprung und Geist. Aus dem Kalender, der Landschaft, dem Stadtbild verschwinden die Zeichen einer 2000-jährigen christlichen Kultur. Das Bild des Niedergangs ist unübersehbar. Kirchen schließen, Moscheen schießen aus dem Boden, die Glocken schweigen vom Gott und Vater Jesu Christi, der Muezzin ruft zum Gebet, jedoch zu einem anderen Gott. Die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, die in ihrer Martyria, Liturgia und Diakonia das unsichtbare Mysterium der innigsten Einheit der Menschen mit Gott sakramental vergegenwärtigt und für unsere Sinne sichtbar, hörbar und fühlbar macht, schwindet aus den Augen und bleibt allenfalls als eine schaurig schöne Ruine zurück, die nostalgisch bestaunt werden kann. Eine Erneuerung der Kirche kann es nicht geben durch eine Anpassung an eine Welt ohne Gott, die ja gerade der Grund gewesen ist, dass die Kirche verschwindet, sondern nur durch den Gehorsam des Glaubens.
Römerbrief. Im Glauben, der nicht irgendeine beliebige Überzeugung ist, überantwortet sich der Mensch mit klarem Verstand und freiem Willen Gott und seine Selbstoffenbarung in Jesus Christus. Der Gläubige stimmt dem Wort Gottes zu, Kraft des Heiligen Geistes, der die göttlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe in unser Herz ausgegossen und eingegossen hat. Jeder auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getaufte Christ, der dann aber Ärgernis nimmt am allzu menschlichen in der Kirche und darum lieber wie einst Esau und Jakob das Erstgeburtsrecht seiner Gotteskindschaft für das Linsenmus einer säkularen Existenz ohne höheren Sinn verkauft, muss sich der Wahrheit aussetzen, dass sogar der Sohn Gottes sich nicht gescheut hat, zu unserem Heil in der Gestalt des Fleisches zu kommen, das unter der Macht der Sünde steht, Römerbrief. Den moralisch Empörten und unter uns vielleicht noch mehr aktuell den menschlich Enttäuschten schrieb schon der Märtyrer Bischof Cyprian von Karthago zu Beginn des 2. Jahrhunderts, inmitten der Verfolgung, den Katholiken in ihr Stammbuch. Jeder, der sich von der Kirche trennt, schließt sich auch von den Verheißungen der Kirche aus. Gott kann der nicht mehr zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Kirche ist nicht eine Organisation, die von uns organisiert und reformiert werden könnte, sondern die Kirche ist unsere Mutter. Und unserer Mutter bleiben wir treu und meinen sie nicht, ist irgendwie eine alte Dame, die von uns wieder auf Hochglanz gebracht werden müsste. Ein völlig falsches Kirchenbild, das hinter diesen sogenannten Reformideen steht. Für jeden Einzelnen und die ganze Kirche im Pilgerstand gilt, Lumen Gentium, während Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war und die Sünde nicht kannte, sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoß. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig. Sie begeht immerfort den Weg der Buße und der Erneuerung. Wir müssen uns erneuern lassen. Die Kirche kann also nicht mit politischen, soziopsychologischen und schon gar nicht mit ideologischen Kategorien in ihrem Wesen und ihrer göttlichen Sendung begriffen oder nach den Maßstäben dieser Welt wie eine weltliche Organisation modernisiert werden. Elon Musk modernisiert Twitter oder wie auch immer, aber hier handelt sich um etwas ganz anderes. Der entscheidende Mangel des Frankfurter Gremiums ist nämlich die Leugnung, die direkte glaubensmäßige Leugnung der Sakramentalität der Kirche des dreifaltigen Gottes. Man macht aus der Kirche als Stiftung Gottes ein zufälliges Produkt der Geschichte, dem der aufgeklärte Mensch, das heißt, der lehramtlichen Bevormundung entwachsene und mündig gewordene Katholik aus eigenem Vermögen wieder Leben und Sinn einhauchen müsste. Wir sind trotzdem irgendwie Augustinus und Thomas von Aquin immer noch ein bisschen näher stehend als Street und der von Mainz, ne? Also auch schon allein auf der menschlichen Ebene gibt es ja schon gewaltige Unterschiede. In Wirklichkeit ist allein der dreifaltige Gott der Gründer und der Grund der Kirche. Und nur sein Wort und sein Geist erneuern das Angesicht der Erde. So sagt das Zweite Vatikanum, durch die Kraft des Evangeliums lässt der Heilige Geist die Kirche alle Zeit sich verjüngen, erneuert sie immerfort und geleitet sie zur vollkommenen Vereinigung mit ihrem Bräutigam. Denn der Geist und die Braut, die Kirche, sagen zum Herrn Jesus, komm, und so erscheint die ganze Kirche als das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes geeinte Volk. Gegen jede willkürliche Umdeutung des katholischen Bekenntnisses
lehrt das Zweite Vatikanum, dass nur diejenigen sich katholisch nennen können, welche der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert sind, die im Besitz des Geistes Christi ihre ganze Ordnung und alle in ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen und in ihrem sichtbaren Verband mit Christus, der sie durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden sind und dies durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der sieben Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft. Nur nebenbei sei gegen die törichte Behauptung, die gegenwärtige Kirche sei nichts weiter als ein ideologisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts bemerkt, dass schon der kürzlich als Kirchenlehrer der Einheit von Papst Franziskus anerkannte, benannte Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert gegen die Gnostiker und Manichäer seiner Zeit, unserer Zeiten, aller Zeiten, die apostolisch überlieferte Glaubensregel formulierte, diese Botschaft, die sie, die Kirche, empfangen hat, und diesen Glauben bewahrt die Kirche, obwohl sie über die ganze Welt verbreitet ist, so sorgfältig, wie wenn sie in einem einzigen Haus wohnte. Denn wenn auch die Sprachen in der Welt verschieden sind, so ist doch der Inhalt der Überlieferung derselbe in Germanien, Spanien, Gallien, Ägypten, Libyen, Rom etc. Also ganz klar schon im 2. Jahrhundert ein Plädoyer gegen einen deutschen Sonderweg. Im überlieferten Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes wird die Kirche unter der Leitung des Lehramtes von Papst und Bischöfen die ganze Tiefe und Breite der ein für allemal in Christus ergangenen Selbstmitteilung Gottes als Gnade und Wahrheit für jeden Menschen fortwährend und vertiefend bewusst und klar. Aber es gibt keine neue Offenbarung, auch nicht irgendwie eine plebiszitär ermittelte Wahrheit, die die Wahrheit Christi ergänzt, korrigiert, überholt oder jeweils auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen hätte. Denn Christus hat in der Inkarnation die Fülle der Wahrheit und der Gnade gebracht. Und die eschatologische Neuheit, Modernität Christi können wir nicht hinter uns lassen oder übersteigen, weil er in seiner Person schon alle Neuheit, das Eschaton der Wahrheit gebracht hat, um den Menschen zu erneuern und zu beleben. So Irenäus von Lyon gegen die Gnostiker. Der Heilige Geist ist der Geist des irdischen und erhöhten Christus und nicht das Kondensat zeitgeistiger Ideologien, die den natürlichen Wahrheiten über Welt und Mensch und die geoffenbarte Wahrheit Gottes selbst ergänzen, korrigieren oder durch propagandistisches Framing auf bischöflich finanzierten Websites verfälschen würde. Ja, heute steht auf der bekannten Webseite, dass Pornografie für Kleriker durchaus verständlich ist, auf einer bischöflich finanzierten Webseite. In Deutschland geht es gegenwärtig um den Versuch, die katholischen Institutionen, die Kirchensteuer und den Gebäudebestand für eine Organisation, die den katholischen Glauben in seinen wesentlichen Elementen aufgegeben hat und den Boden der Offenbarung definitiv verlassen hat, in Besitz zu nehmen. Das Taufbekenntnis zum dreifaltigen Gott ist ersetzt durch den Götzen der antichristlichen LGBT-Ideologie. Die Co-Vorsitzende des synodalen Abweges bekennen sich zu den atheistisch begründeten Recht auf Abtreibung und Tötung des Kindes, der das Zweite Vatikanische Konzil, also die ganze Kirche unter der Leitung des Heiligen Geistes, als verabscheuungswürdige Verbrechen ablehnt. Die katholischen Bischöfe oder die sich noch katholisch nennenden Bischöfe, es gibt auch gute, in Deutschland sehen darin kein Hindernis für ihre synodale Weggemeinschaft mit dieser Propaganda für ein verabscheuungswürdiges Verbrechen.
Statt zum Kreuz Christi aufzuschauen, ziehen die Verblendeten die sogenannte Regenbogenfahne hoch, die Stadt an den Bund Gottes mit dem männlich und weiblich geschaffenen Menschen zu erinnern, Buch Genesis, eine öffentliche Absage darstellt an das christliche Menschenbild. Es bestätigt sich wieder einmal das Wort des auch in Köln bekannten Philosophen Max Scheler. Der Mensch glaubt entweder an Gott oder er glaubt an einen Götzen. Und in der Kirche kann es keinen Götzenglauben geben. Alle Häresien in Geschichte und Gegenwart gehen folgerichtlich aus einer offenbarungswidrigen Grundposition hervor, wie man es jetzt an einzelnen Punkten sehen und überprüfen kann. Ich nenne einige. Besonders auffällig ist heute die monothematische Fixierung auf die Sexualität, die auf Triebbefriedigung reduziert, ein Menschenbild ohne den lebendigen Gott verrät, der den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und somit die Gesamtexistenz der Menschheit in der Folge der Generationen den Menschen anvertraut hat. Man kann dies nur als anthropologischen Nihilismus bezeichnen, wenn auch noch verlegen, die Rede ist von Liebe, aber auf der Ebene narzisstischer Sentimentalitäten und eben nicht mehr im christologischen Sinn von Liebe nach dem Epheserbrief als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Wo nicht mehr die Liebe das Band der Vollkommenheit ist, das alle Glieder des Leibes zusammenhält, bleibt in einer theologisch entkernten Gesellschaft nur noch der Wille zur Macht als Triebfeder zur Sicherung von Einfluss und zur Kontrolle über die Finanzmittel. Im Gegensatz zu der ungeheuren Anmaßung der sogenannten Synodalen über die Notwendigkeit des sakramentalen Amtes von Bischof, Priester, Diakon zu entscheiden, hat das Zweite Vatikanische Konzil auf die große Würde des Priesterstandes hingewiesen. Diesem Stand kommen demnach bei der Erneuerung der Kirche Christi höchst bedeutsame und unstreitig immer schwierige Aufgaben zu. Das aus dem Apostolat hervorgegangene dreigliedrige Dienstamt der Bischöfe, Priester, Diakone ist keineswegs, wie dort behauptet, biblisch unbegründet oder nur eine beliebige historische Variante oder gar eine Fehlentwicklung, sondern die sakramentale Fortsetzung, die im sakramentalen Wesen der Kirche verankerte Fortsetzung der Sendung Christi vom Vater in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Alles biblische Bezüge. Es wird durch das Sakrament der Weihe übertragen, in dem Christus als Haupt der Kirche im Heiligen Geist selbst die Bischöfe, Priester als Hirten einsetzt und ihnen die geistliche Vollmacht gibt, nach Lumen Gentium 20, an Gottes Stelle der Herde vorzustehen, deren Hirten sie sind, als Lehrer in der Unterweisung, als Priester im heiligen Kult und als Diener in der Leitung. Auch der verbissene Kampf gegen den Zölibat der Priester und die infame Verdächtigung der frei gewählten charismatischen Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen als Quelle und Ursache sexueller Perversionen bis zu kriminellen Übergriffen auf Heranwachsende ist ein schlagender Beweis für die extreme Distanz zum katholischen Denken. Dahinter steht die Leugnung der Gnade, die der Natur nicht widerstreitet, sondern sie reinigt, erhebt und vollendet. Auch hier zeigt sich der Gegensatz zur Übernatürlichkeit des Glaubens, nicht an menschliches Gedankengebilde, sondern die eingegossene Wahrheit in uns, die wir mit unserer ganzen Existenz bejahen. Wenn man im Gegensatz dazu auf die Erklärung des Zweiten Vatikanums schaut. Die Kirche hat die vollkommene und ständige Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen, die von Christus dem Herrn empfohlen ist, wurde besonders im Hinblick auf das priesterliche Leben hochgeschätzt. Vergleichen Sie damit die Aussagen von Synodalen zu dieser Aussage, biblisch begründeten Aussage des Zweiten Vatikanums. Soll die Kirche in Deutschland den Anschluss
an die universale Kirche Christi nicht preisgeben, deren Teil sie ist, und ohne die sie nicht mehr katholisch wäre, dann sollte man nicht nur den Brief von Papst Franziskus an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland studieren, sondern endlich auch das Zweite Vatikanum als Kompass für die Kirche in der Welt von heute und morgen anerkennen. Besonders gilt dies für die theologische Erkenntnislehre in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, wo ganz klar eben steht, dass nicht irgendwelche Ideen von Professoren einen Maßstab darstellen, sondern nur das eine Wort Gottes, das in Christus ergangen ist und der Heiligen Schrift und der apostolischen Überlieferung oder der Leitung des Lehramtes im Glaubensbekenntnis der Kirche gegenwärtig ist. Und auch besonders sollte man studieren, die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium. Nur so kann man die Austrittswelle bremsen, die ja nicht so dramatisch ist, weil irgendwie ein Verein ein paar Mitglieder verliert, sondern weil es hier bei der Kirchenmitgliedschaft um das ewige Leben geht, um die Erfüllung des menschlichen Existenzsinnes überhaupt. Enden wir wie Tiere oder sind wir berufen zur Schau Gottes und das alles dann vermittelt durch das sakramentale Leben der Kirche. Und soll auch die innere Emigration der ernsthaft Gläubigen überwunden werden, dann ist doch klar, dass das kümmerliche, die Kirche nicht das kümmerliche Produkt von Beschlussvorlagen und Wortbeiträgen wichtigtuerischer Delegierter ist, die, wenn man das irgendwie eine universitären Prüfung vorlegen würde, kaum reichen würde, um einen Schein in einem Proseminar zu bekommen. Sondern die Erneuerung der Kirche ergibt sich darin, dass wir in der Kirche das sehen, was sie ist, nämlich das im Mysterium Gottes schon gegenwärtige Reich Christi, das durch die Kraft Gottes sichtbar wächst in dieser Welt. Ein Ruf nach Frankfurt, nicht nur irgendwie mal was gehört haben vom Zweiten Vatikanischen Konzil, sondern auch mal Lumen Gentium aufschlagen und, wenn es geht, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen den Satz erwägen. Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Der universale Heilswille, dass Christus nicht umsonst am Kreuz gestorben ist. Das ist doch unser Auftrag, allen Menschen diese Wahrheit zu verkünden, dass Gott ihnen die Wahrheit sagt über sich selbst. Dass Gott will, dass alle Menschen selig werden. Selig werden wir nicht durch unsere Politiker von Peking über Moskau, Brüssel und Washington, sondern durch Christus, der in Jerusalem sein Leben für uns hingegeben hat und der der Kirche überall gegenwärtig ist, wo sein Evangelium verkündet wird, wo Hirten im Auftrag Christi, des erhöhten Herrn, selber ihr Leben hingeben für diese Verkündigung, für diese Wahrheit. Also mehr Jerusalem und weniger Frankfurt. Dankeschön.